Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir sind hier irgendwo im gruseligsten Gruselort der Welt und ich sehe gerade, ich kann da hinten glaube ich auch noch rauf. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Wir sind gerade auf dem Weg in irgendein Grab. Ach, da komme ich dann nur wieder hoch. Okay, es ist hier einfach todesgruselig. Wir einigen uns einfach auf, es ist todesgruselig. Ich finde es ja abgrundtief creepy. Hier laufen irgendwelche kreischenden etwas rum. Ich weiß nicht, ob Mensch oder Tier, deswegen betitel ich das einfach so. Und ich weiß nicht, ob das Grab schlimmer ist als der reguläre Weg. Wir sind halt hier irgendwo mitten im, keine Ahnung, im Nirgendwo. Deswegen, ich hoffe, das Grab regelt sich schnell. Es ist unangenehm. Es ist einfach unangenehm. Hier muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Oh? Hier liegen auf jeden Fall ziemlich viele Tote rum. Und auch das sieht alles andere als gut aus. Ich finde das creepy. Ich finde das ja alles sehr creepy. Und Lara, wenn ich ehrlich bin, will ich hier einfach gar nicht sein mit dir. Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Primitive Puppe. Es scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Oh, das ist. Das erinnert mich so an Baba Yaga aus dem letzten Teil und an Blair Witch. Boah, ich habe Blair Witch im Stream gespielt. Ei, ei, ei. Ich habe mir dezent in die Hose gemacht. Dezent. Ich war zwischendrin kurz davor, einfach aufzuhören. Es hat mich aber auch fies getriggert mit dem Hund. Wer Blair Witch nicht kennt und auf Horrorspiele steht, macht es, spielt es. Es ist einfach... Ich find's mega krass. Okay. Ich denke, wir müssen es schieben. Ich denke, es wird uns... Achso, es bringt uns nichts. Okay. Vielleicht müssen wir es doch noch anders machen. Ach, müsste ich den... Ach, ich muss den bestimmt vorschieben. Da rein. Und dann kann ich die Kanone da drunter schieben, würde ich sagen, oder? Ja, nein, lass los. Ich denke, das ist der Plan an der Geschichte. So, dann schieben wir die Kanone zurück. Ich denke, die muss das Ding da unten... Und jetzt das, vielleicht wieder davor. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Das Ding sollte Leute drinnen halten und nicht draußen. Ja. Ich will aber, dass es... Ach, warte mal, hä? Muss ich das vielleicht gleich nochmal schieben? Haben wir uns einfach unsere Kräfte verlassen? Ja, haben sie. Ich habe einfach aufgehört. Das war dumm. Oh, es hat einfach von alleine aufgehört. Tschüss, Kanone. Gibt es da noch irgendwas zu holen? Nee, anscheinend nicht. Es sieht so creepy aus. Ich weiß halt echt nicht, ob ich hier weitergehen möchte. Das ist ein Schiff? Eine spanische Galeone. Wie kommt die in diese Höhle? Das ist ja crazy. Das ist ja ziemlich crazy. Das ist wild. Das ist ziemlich wild. Hä, wie krass denn bitte, dass hier einfach ein Schiff ist. Also. Wenn ich jetzt hier reinspringe, komme ich hier auch wieder irgendwo raus? Ich habe jetzt Angst, dass hier gleich Captain Jack Sparrow um die Ecke kommt. Ja, okay, ich denke, dass ich da dann weiterkomme. Es knirscht und knackt und knarrt. Und Lara, es wäre geil, wenn... Genau, danke. Wenn wir dann eine Lampe anmachen könnten. Das wollte ich gerade sagen. Okay. Hier ist dunkel. Hier ist auch nichts los. Ich laufe jetzt hier erstmal quasi den Strand ab. Wenn man einen Strand in der Höhle haben kann. Ach, tretbares Floß. Hallo, sollst du dagegen treten? Cool. Bleib stehen. Okay. Hier aber trotzdem mal schwimmen, weil ich glaube,
dass wir hier unten bestimmt einiges... Oh Gott, ist das Duster hier. Hallo? Wieso ist das so dunkel? Okay, hier komme ich nicht weiter. Dann muss ich hier rüber. Okay. Da. Und hier leuchtet noch irgendwas. Das kann ich auf jeden Fall einsacken. Sehr gut. Und da drüben sind auch auf jeden Fall noch Dinge. Aber hier unten ja nur die Kräuter. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da irgendwie hoch und drüber kommen. Ich denke, dass wir dafür irgendwie dieses tretbare Floß brauchen. Um hier irgendwo irgendwie ranzukommen, denke ich mal. Ja, ich weiß auch genau, warum es genau da stehen geblieben ist. Warum es da stehen geblieben ist, weil hier ist was zum Anspringen. Nice. Was für ein Zufall, dass das hier so schön markiert ist für uns. Ich finde es immer schön. Hallo? Gibt es hier Geister? Hallo? Gibt es hier einen Piratengeist? Nein? Okay, dann bin ich aber froh. Bin ich aber sehr froh. Das ist leider voll. Hier passiert leider auch nichts, wenn ich hier drauf lande, oder? Nee. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Hier sind ganz schön viele Tote. Das ist irgendwie uncool. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ja, ja. Da drunter wahrscheinlich, ne? Okay, was auch immer der da macht. Ich muss mich hier erstmal umgucken, bevor wir hier irgendwas machen. Okay, hier stehen nur wieder Kanonen rum. Hier ist so nichts weiter. Da kann ich gleich runter. Und tauchen, okay. Da sind Kanonenkugeln. Ja gut. Hier ist was zum Festmachen. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ja, ja, entspann dich. Ich muss doch erstmal gucken. Mann, ich will auch nicht jedes Mal von dir eine Antwort haben. Ich will mich hier erstmal umgucken. Ich möchte mir hier gern erstmal selber irgendwie eine Idee verschaffen. Das versteht sie halt immer noch nicht. Ist ja nett, dass sie... Oh, hier ist ein Öl. Dass sie mich immer gleich hier auch auf irgendwelche Ideen bringen will, aber... I have to take a look first. For myself. So, das können wir nämlich jetzt hier aufmachen. Also ich glaube, wir brauchen bei dem anderen, müssen wir irgendwie da oben noch irgendwas, oh, was war das? Upsi. Ich hätte vorher nochmal Luft holen müssen, aber kann ich jetzt ja machen. Ist ja gut. Okay, jetzt bin ich vermutlich auf der anderen Hälfte. Würde ich sagen. It looks like. Das kann ich mitnehmen. Das habe ich voll. Okay. Okay, okay, okay. Wie komme ich jetzt hier weiter? Hier, da ist doch irgendwas. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie müssen wir doch jetzt hier hochkommen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ja, in welche Kante willst du denn da jetzt ranspringen? Online. Ah! Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Da ist was zum Festhalten. Aber wo willst du denn ranspringen? Ach, an die Kante. Oh Gott, das muss ja erstmal einer hier checken. Oh Gott, ich stand... Ja gut.
So kann man es auch machen. Man kann halt auch einfach schief springen, dann kommt man auch dahin, wo man hin will. Es ist halt nur anders. Es ist halt einfach nur anders, wenn ihr das so macht wie ich. So, das kriege ich jetzt aber nicht auf. Okay, da ist aber auf jeden Fall ein Pfeil. Ach Gott. Okay, weil ich da wahrscheinlich schief gesprungen bin, macht das halt jetzt keinen Sinn. Okay. Oh. Zu wenig Schwung. Hatte nur wieder Angst, dass wir wieder schief springen. Jetzt haben wir es. Halte ich fest und spring hoch. Sehr nice. Okay, hier ist auch wieder so ein Drehteil. Wo kann ich hier hin? Okay, da kann ich also auch noch irgendwie wieder hoch. Vielleicht ist das mein Ausgang. Ich muss jetzt hier erstmal gucken. Ich muss mich jetzt hier erstmal zurechtfinden. Okay, das ist nochmal so ein Kistenteil. Mhm. Ja gut, dann würde ich sagen, drehen wir mal an dem Teil, ohne dass ich weiß, was das macht. Kann ich daran drehen? Da. So. Mist, er rührt sich nicht. Ach, der ist doch fest. Das sieht so aus. Nee, da kann ich nicht ran. Kann ich da drauf? Auch nicht. Da muss ich wahrscheinlich erst das da drüben machen, oder? Ich vermute, ich hätte halt erst den da drüben machen müssen, oder? Oder bringt mir das was, wenn ich von da rauf, kann ich dann darüber? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir halt gerade ziemlich unsicher. Muss ich ehrlich zugeben. Der Baum muss frei sein. Ja, ja. Bringt das was, wenn ich hier lang gehe? Ne, wir probieren das jetzt einfach aus. Ich habe halt keine Ahnung, ob das was bringt. Oh, es hat auf jeden Fall funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Nice. Richtig gut. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das klappt, dass sie sich daran festhält. Ich guck mal, ob ich von hier da irgendwie rüberkomme. Oder ob das hier quasi nur so ein... Nee, ich komme tatsächlich... Ah, vielleicht kann ich das dann von hier aus durchschneiden, dass der sich bewegt. Das könnte vielleicht... Oder ich kann den hier bewegen. Das wäre natürlich auch nice. Baum ist zu weit draußen. Ja gut, aber das kriegen sollten wir hinkriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich springe jetzt hier erstmal hoch. Einfach nur, weil das hier eine Möglichkeit gibt. Oh Gott, ey, Takelage klettern, ne? Ist ja auch nicht so meins. Also, ich habe ja keine Angst vor Höhe, aber ich finde Höhe... Höhe ist unangenehm. Okay, da drüben könnte man hin. Da bringt mir nichts. Und da weiter hoch. Geht auch noch. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ja, toll. Kann ich nicht einsammeln? Ja, können wir runterklettern? Danke. Ja gut, dann würde ich sagen... YOLO! Gott sei Dank. Also dadurch, dass ich aus Reflex immer mal auf die... Ich hätte mal doch vorher noch BE verkaufen sollen. Immer auf die Quadrat-Taste drücke, weil ich weiß, dass ich so ein Talent habe, dass ich mich im Zweifel da festhaken muss. Mache ich das. Was super von Vorteil ist. Ja, das ist jetzt natürlich grandios. Ob ich darauf lande, halte ich ja für ein Gerücht. Oh, klappt aber. Gut. Cool. Hat funktioniert. Oh, das war dumm abgesprungen. Jetzt müsste das doch eigentlich gehen. Ha. Ja gut, jetzt ist er da. Aber will ich ihn nicht auch eigentlich auf die andere Seite haben? Kann ich das noch ziehen? Ja, ach so. Das macht ja auch Sinn.
Da bleibt er jetzt auch stehen. Okay, cool. Dann, gehen wir mal hier hoch. Ach, guck mal, kann man sich da anhängen. Das ist ja krass. Ja, nice. Und jetzt springe ich da einfach YOLO-Modus-mäßig runter. Ich habe, also fragt mich nicht, was ich hier tue, ne? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Wahrscheinlich hätte ich den hier schon mal bewegen sollen, müssen, können, dürfen, der hier oben ist. Ich mache das jetzt mal. Und dann muss ich bestimmt diese Rutsche da wieder machen, ey. Bitte nicht. Ja, was macht ja wahrscheinlich mehr Sinn, dass ich ihn drücke. Das geht aber nicht. Also ziehen wir ihn. Ich muss das Ding doch bestimmt. Kann ich das mit einem Feuerpfeil? Keine Ahnung. Nee, nicht so. Okay, das war nicht so. Ah, okay. Jetzt muss ich da wieder rüber. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Das ist sehr complicated hier. Okay, kriegen wir aber hin. Schwimmen schneller, Lara. Schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, es ist jetzt ja nicht so schwer, da jetzt wieder hochzukommen. Naja, mehr oder weniger. Okay, so, hüp, 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 hüp. Hä, sie springt da so komisch hoch, ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Okay, so, jetzt hier ran, darauf, daran, la, nein, oh meine Güte. What the heck, ey. Ich darf nicht zu schnell sein, ich muss ihr die Zeit geben, sonst kommt sie nicht mit. Sie ist zwar gut, aber so gut ist sie dann auch nicht. Das sieht so dumm aus. Okay, Lara, wir machen das jetzt Suche. Wir haben es zwar ein bisschen eilig, aber wir machen das Suche. So, gehst jetzt auf. Auf, habe ich dir gesagt. Geh doch da rauf. Auf. So. Hä, wieso geht sie denn da jetzt nicht? Hä, sie ist doch da vorhin auch rangesprungen. Will sie mich rollen? Kann sie da jetzt nicht mehr ranspringen, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr. Du hattest eine Chance und du hast es verkackt, Kind. Wollte sie mir das damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie sowas wollte sie mir sagen damit. Hä, wieso macht sie das denn nicht mehr? Sie ist doch da vorhin auch, konnte sie doch da auch ranspringen. Jetzt. Ach Gott, wahrscheinlich eine Sekunde zu früh abgesprungen, dann hat das halt nicht mehr hingehauen. Mein Gott, Alter. Manchmal denke ich mir auch, ich bin einfach nur schlecht. Really? Oh mein Gott. Halte ich vor allen Dingen auch einfach nur mit einer fucking Hand fest, Lara. Mit einer beschissenen Hand. Okay. Ist es jetzt gewollt? Ich weiß nicht. Ob das jetzt genau das ist, was ich brauche? Ja. Okay. Okay, also dann schießen wir jetzt hier das, den Seilpfeil drauf. Und dann können wir uns hier ziemlich runterlassen. Okay, dann gehen wir da jetzt rein. YOLO! Okay. Was haben wir hier? Das kann ich aufheben. Was ist das? Notiz des Kapitäns. Wir haben die Einheimischen unterschätzt. An diesem verfluchten Ort wimmelte es von Monstern, die über uns herfielen. Wir konnten sie zurückschlagen und die überlebenden Männer schafften alles Wertvolle, das wir finden konnten, aufs Schiff. Aber der Kampf muss die Höhle geschwächt haben. Sie stürzte ein, als wir sie verlassen wollten.
Ich kann sie selbst jetzt noch da draußen hören, wie sie versuchen, sich durch die Trümmer zu graben. Oh mein Gott, ist das creepy. Das ist voll die creepy Vorstellung. Aber es hat tatsächlich so ein bisschen was von so einem Fluch der Karibik. Muss ich tatsächlich sagen. Da liegt auch noch was. Nehmen wir nochmal mit. Dann gucken wir uns das Ding jetzt an hier. Schön, dass der den auch einfach mittendrin hat, so in seinem Schiff. Atem des Kaiman 2. Halten Sie unter Wasser noch länger die Luft an. Das ist voll gut. Zeit, das Schiff zu verlassen. Da bin ich bei dir, Lara. Dann Cordova. Okay. Ist das hier der Weg? Es scheint der Weg zu sein. YOLO! Top! Können wir hier irgendwo raus? Vermutlich. Da hinten. Okay. So, jetzt ist die Frage, kann ich jetzt hier raus? Ach ne, hier war ja auch zu, ne? Gab es hier nicht noch einen Ausgang? Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Schatz. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Dafür habe ich nicht genug Platz. Boah, ist er noch in dem Schiff drin? Muss ich wieder in dieses Schiff rein, um diesen Schatz zu holen? Willst du mich verarschen? Wahrscheinlich, oder? Okay. Guck mal, wo wir den jetzt hier noch finden sollen. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Da hinten, unten. Hier? Oh, ja, hier kann ich auch noch runterspringen. Ach, stimmt. Ja, guck mal. Da ist der Schatz. YOLO! Au. Oh. Sorry, Lara, den Stein habe ich nicht gesehen. Es tut mir leid. Das war nicht mit Absicht. Upsi. Ich soll einfach auf den Stein fallen lassen. Obwohl sie verrostet ist, erkennt man doch, wie hochwertig diese Waffe ist. Sie wurde vermutlich in Toledo gefertigt. Die Stadt war für ihre Stahlarbeiten berühmt. Okay, das ist anscheinend gerade kaputt. Das machen wir nochmal. Rostiges Schwert. Was war das denn gerade? Innen- und Außen-Trinity, unbekannte Expeditionen, gemachte Puppen. Kult, Prüfung der Götter, Gedenkstätte. In was war das denn gerade? Innen und außen, Geheimnisse und Lügen. Zeremonienfackel? Ne. Verborgene Stadt? Ne. Die Rebellen? Ne. Unterdrückung? Ne. Gründung? Ne. Mythen und Magie von Monstern? Ne. Wo ist denn jetzt dieses rostige Schwert, verdammte Axt? Reichtum und Ruhm. Tummimesser, Kegelform. Ja. Katolli. Da. Obwohl sie verrostet ist, erkennt man doch, wie hochwertig diese Waffe ist. Sie wurde vermutlich in Toledo gefertigt. Die Stadt war für ihre Stahlarbeiten berühmt. Okay, sieht auf jeden Fall krass aus. Müssen wir noch diesen versteckten. Da. Die schartige Klinge deutet darauf hin, dass sie in etlichen Kämpfen zum Einsatz kam. Jetzt hat's auch funktioniert. Ich wollte gerade sagen, also eben, das hat mich getriggert. Die Kiste da unten kann ich nicht aufmachen, ne? So, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich bin hier einfach reingesprungen und weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ach, bestimmt hier über die Plattform, auf die ich gesprungen bin. Upsi. Oh Gott, es tut mir so leid, dass ich sie da habe einfach drauf springen lassen, ey. Das war nicht meine Absicht. Echt, ich wollte sie wirklich nicht. Ich wollte ihr nicht wehtun. Es tut mir richtig leid. Okay.
das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Das war zumindest ein sauberer Sprung. Okay, und irgendwo muss es hier noch einen Ausgang geben. Hier vielleicht? Ne, hier war ich ja schon. Dann muss es ja doch da hinten irgendwo sein. Hinter dem Tempel, oder wie hatte sie das gesagt? Ja doch, ich denke mal, ich muss hier bestimmt wieder rein. Ist das hier richtig? Ich habe keine Ahnung, aber ich denke schon. Ich denke schon, dass ich mich hier wieder durchquetschen muss, oder? Bestimmt. Oh, diese Geräusche sind so freaky. So, ich möchte jetzt hier auch eigentlich nur noch raus und... Wir gehen. Wir setzen uns hier kurz ans Lagerfeuer, würde ich sagen. Und machen dann an dieser Stelle am Montag wieder weiter. Und suchen uns unseren Weg hier raus. Was ist das? Erhöht die Chance, um die Pfeile wieder zu erlangen. Erzielen sie durch Falschen bessere Preise bei den Händlern. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Da unten ist ja das, was wir jetzt bekommen haben: Atem des Kaimans 2. Ich glaube, das nehmen wir auch. Finde ich gut. Okay. Gut, ihr Lieben. Im nächsten Part arbeiten wir uns dann hier wieder raus und arbeiten uns weiter hier durch. Da so hin. Auch wenn ich nicht so viel Lust darauf habe, diesen Dingern zu begegnen, was auch immer sie sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Tschüss.